Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu meiner Tour in Nordhessen, ganz genau in Velmar. Und das ist mir nicht selber eingefallen. Nein, ich bin eingeladen worden und zwar von den beiden hier. Von der Carmen. Und von dem André. Hallo. Schon manchen bekannt vielleicht aus den Electric Devils Videos. Der André ist ja auch Electric Devil eigentlich schon immer dabei gewesen. Ja. Und er hat uns hier eingeladen. Uns, ich zeige euch gleich noch, wer noch dabei ist, könnt ihr ja schon denken, eingeladen, die Tour hier heute gemeinsam zu unternehmen. Und wir freuen uns schon, ganz gespannt hier, ist schon ein bisschen hügelig, haben wir festgestellt. Ein paar Meter sind wir schon gefahren, bin mal gespannt, soweit der Akku reicht. Und wenn er noch dabei ist, lässt sich ja gar nicht vermeiden, ne? Hallo! Lord Helmchen hier ist auch wieder dabei, ne? Wie gesagt, wir sind ganz gespannt, was wir hier heute erwarten können und wo wir hinfahren, was wir zu sehen kriegen. Ich war noch nie hier unterwegs, auch nicht ohne Fahrrad oder gar nichts. Mal ganz gespannt. Von daher, Neuland. Auf geht's. Neuland. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Und die ersten Meter geht es hier stetig nur bergauf, heißt Motor natürlich an, ordentlich Unterstützung, das ist ja ein bisschen laut, mein Performance Line CX Motor. Und da kann man das Vogelgezwitscher gar nicht so genießen, aber ausschalten ist für mich jetzt hier auch keine Alternative. Was haben wir denn hier an Steigung? Wir gucken, 8%, da gönne ich mir einen Tourmodus. Und der Peter hat gerade gesagt, er hat einen besonderen Trick hier, wie er der Ampel schneller grün bekommt. 1, 2, 3. Ne? Er tippt da praktisch Morsecode das SOS-Zeichen. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz oder umgekehrt. Das ist direkt grün geworden. Das ist unfassbar. Woher weißt du sowas? Ich muss das ja fast glauben. Ne? Hat er gerade bei 2 Ampeln demonstriert. Das ist direkt grün geworden. Und direkt weiter bergauf jetzt hier. Noch nicht mal 5 Kilometer gefahren. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt Reichweitenangst bekommen? Ich habe mir die Strecke vorher nicht angeguckt. Habe ja 600, hat ja 25 Wattstunden, ist noch 23 Wattstunden Akku. Irgendwas in der Art halt in meinem Fahrrad. Und traue mich einfach gar nicht über den Tourmodus hinauszuschalten. Damit ich nicht nachher auch noch ins Schieben komme hier heute. Was sagst du dazu, Faxe? Das sieht doch nach einer Gaststätte hier aus. Was haben wir denn hier? Die Grimmhütte. So, so. Guck mal hier. Hier residiert wohl der Froschkönig, so wie es aussieht. Aber hier kannst du auch wunderbar Pause machen, ohne die Hütte jetzt selber hier. Ein paar Holzbänke, Tische. Da mag ich ja, ne? So eine Natur, ein Wald. Ich verstehe nur gar nicht, es ist ja Samstag und wir haben es gleich 13 Uhr, dass hier kein Mensch unterwegs ist. Das verstehe ich nicht. Hütte scheint auch zu sein. Und hier geht's weiter. Ja, unterwegs sind wir hier zum Herkules. Und ich frage noch gerade so, oh, jetzt wird's flach, jetzt fängt eine Straße an. Aber da hinten sieht's auch nicht so aus. Ich bin ja nur am Jammern hier, ich merke das schon. Zähne um Zähne nur am Rumjammern, dass das Berg aufgeht. Dann bleibt da zu Hause auf dem Sofa, wenn du keine Lust hast. Wo? Habe ich aber. Und darum weiter bergauf. 50 Kilometer hat Carmen gesagt, wären das heute, André? Ja. Gut, 7 haben wir ja schon. Erste Balken ist weg. Und der André ist unterwegs mit dem Riso und Müller Charger 4. Ganz neues Modell jetzt hier von Riso und Müller. Und auch mit dem Range Extender, wie es so schön heißt. Also unten ist jetzt keine Werkzeugkiste oder Flaschenhalter. Nein, das ist ein Akku, der eben nochmal 250 Wattstunden, glaube ich, extra ja, gibt. Ne? 250 Watt. Da könnte man sich ja rein theoretisch die Fahrradtasche voll Akkus packen. Hier wäre so ein kleiner Pausenplatz. Sehr schön. Wir fahren natürlich vorbei. Wir brauchen ja keine Pause. Hat ja Herr Peter beschlossen. Geschmeidige 15% geht es hier rauf. And that's why I wish you the best.
Ja, guck mal da. Da vorne kommt eine rote Bank, da können wir mal anhalten. Ein Waldsofa. Das ist so eine Einladung jetzt, dass das frei ist. Naturpark Habichtswald. Aua. Er hat mich am Helm gestoßen. Dafür ist er ja da, ne? Dass er Aua macht. Oh! Oh, Freunde! Da hole ich euch noch mal. Guck mal hier. André! Gewünschte Käsewürfel, ne? Habe ich mal in so einem Video gehört. Käsewürfel. Alles Käse wieder. Und natürlich. Oh, Mettentchen. Mettentchen. Ja, mit Mettentchen fängt man mich ja. Mit Speck fängt man Mäuse, sagt man so schön, ne? Okay. Haben wir auch verdient, glaube ich, ne? Ja, in bestimmt, nach dem Aufstieg. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter von Blackness. Was für ein Max? Pink Max. Speck Max? Pink Max. Ich habe Speck Max verstanden. Ja, Outtakes, ne? Das hat sich nicht gut angehört, Peter. Eieieiei. Zufällig die Kamera noch an. Ist der Ständer wieder gebrochen? Nein. Oder war es der Helm vom Helmut? Kamera. Nicht im Ernst, oder? Die bringt dir kein Glück. Die bringt dem Peter kein Glück. Unglaublich hier. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love. And you were my first one. Chase all the memories. The venom and the remedies. Yeah. Promise I won't forget. Yeah. Maybe it's something in the water. Yeah. Or maybe we just hit. Ja, Freunde, jetzt in der Rückansicht sozusagen der Herkules. Da müssen wir uns noch ein bisschen noch hier vorarbeiten auf die Vorderseite. So, mal ein paar Meter hier zu Fuß unterwegs. Und dann haben wir gleich hier einen herrlichen Ausblick. Schaut euch das an hier. Auf Kassel und da hinten erstmal Schloss Wilhelmshöhe. Gerade ein bisschen renoviert hier, Wasserfall ist ausgeschaltet. Und da oben der Herkules. Selbstverständlich auch ein touristisches Highlight hier, Herkules, in Kassel. Und dementsprechend auch was los hier. Von daher machen wir jetzt also mal auf den Weg nach unten und schauen uns mal das Ganze von unten nach oben an. Also da ist unten, da geht es jetzt. Mit uns bergab, hat der andere gesagt. Ne? Jetzt mit uns geht es jetzt bergab. Richtig schön bergab. Tippitoppi. Also richtig heftig. Jo. Bitte vorsichtig. Das heißt, zwei Hände an Lenker. Ja. Wer hält dann die Kamera? Das geht nicht. Zwei Hände an Lenker. Ja, so läuft's doch. Motor aus und rollen lassen. Ja, da war es eine rasante Abfahrt hier. Gar nicht mal so lange, ich glaube 5 Minuten. Aber 2-3 Kilometer weggeschrubbt so ungefähr. Und schon sind wir unten jetzt hier und können mal den Herkules mal richtig in Augenschein nehmen. Ja, Freunde, das grenzt ja fast schon an Wunder jetzt hier. 15 Uhr auf dem Samstagnachmittag.
zig Leute hier unterwegs und ich bin alleine im Bild mit dem Herkules im Hintergrund. Da freue ich mich doch mal direkt hier ein Foto machen. Ja, da denkst du dir nichts dabei, fährst durch den Wald hier und dann plötzlich siehst du hier sowas. Die Löwenburg. Die Löwenburg haben wir jetzt hinter uns gelassen, aber es geht mit Sightseeing hier direkt weiter jetzt hier mit diesem Pavillon. So ein kleiner Park hier. Wollt euch doch was zum Gucken geben. Das ist nämlich die Pagode. Sehr schön. Guten Tag. Kilometer 16 jetzt hier der Lack und im Hintergrund, also der See hier heißt der Lack und im Hintergrund halt das Schloss Wilhelmsburg. Ja, auf jeden Fall auch hier nette Wohngegend hier, schicke Häuschen. In Schlossnähe. André, wie heißt das hier, der Stadtteil? Das ist Bad Wilhelmshöhe hier. Ach, Wilhelmshöhe, ja, hätte ich auch drauf kommen können, ne? Dass der Stadtteil, in dem das Schloss Wilhelmshöhe steht, auch Kassel-Wilhelmshöhe heißt. Die Welt kann so einfach sein. Ist das einfach ein Wohnhaus oder ist das eher was Besonderes? Nee, einfach ein Wohnhaus ist das. Ja, so ein Türmchen, ne? Halt mal was. Rechts auf dem Rad. Zur Information, jetzt gibt es eine rasante Abfahrt. Die rasante Abfahrt, ja. Ja. Kommt jetzt. Ja. Achso, ich dachte, es war gerade eine rasante Abfahrt. Nein. Jetzt kommt die rasante Abfahrt. Jetzt kommt noch eine rasante Abfahrt. Okay, ja. Vielen Dank für die Info. Und das mit der Fahrradstraße hier, dann die rasante Abfahrt. Genau. Hallo. Einfach rollen lassen, hat er gesagt. Dann habe ich mal Vertrauen. Aber schön, das Ganze hier als Fahrradstraße und auch richtig breit ausgebaut, dass da einer Platz hat, wenn einer entgegenkommt oder überholen möchte. Bei den Geschwindigkeiten ist auch ganz sinnvoll. Ne? Das kann ich auch mit Speedpedelec fahren. Je schneller man wird, auch auf dem Zweirad, umso schmaler wird die Straße. Ne? Obwohl sie natürlich nicht wirklich schmaler wird, aber es kommt einem ja so vor. Von daher, das sind ja hier bestimmt, ja, 3 Meter, wenn nicht noch mehr. Ja, rasante Abfahrt hier. Ja, ne? Aber cool, so als Fahrradstraße ausgebaut und schön breit, ne? Die ist auch noch nicht lange. Ja. Das kann auch so manchen Autofahrer verwirren oder Radfahrer, die ganze Radmalerei, sage ich jetzt mal, dafür die Fahrradstraße hier. Das auf der linken Seite war alles mal Kaserne. Und wie lange ist diese Fahrradstraße jetzt hier? Vielleicht 2 Jahre oder so hier. Nee, meine, wie viele Kilometer? Oder? Das hört ja gar nicht auf hier. Ja. Ja. Einmal um Kassel rum? Nee, nee. Die hört jetzt auch gleich auf, weil wir gleich dann irgendwo rechts in Park Schönfeld fahren. Ah ja. Noch 100 Meter und dann rechts.
In 100 Metern rechts. Jawohl. Linke Seite sieht man so Tribünen. Da wird hier eine Wasserbühne aufgebaut und da werden irgendwelche Theaterstücke aufgeführt. Nach 22 Kilometern fällt mir jetzt auch auf, dass beim André hinten eine Ente aus der Tasche guckt. Ich habe gerade die Ente hinten entdeckt. Wer ist das denn? In der Tasche da hinten, eine Ente. Das ist Paula. Paula! Die war schon damals bei der ersten Tour mit. Guck mal, wie unaufmerksam ich manchmal sein kann. Jetzt erst entdeckt. Echt? Ich dachte gerade. Die war im Wallenhorst schon mit dabei. Ich dachte erst, das sind Käsewürfel. Da hat es der Jockey entdeckt. Da ist er. Doch keine Käsewürfel. Guck mal hier. Kannst du Bogenschießen machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Kann mich jetzt nicht erinnern, nicht bewusst. Dass ich mal vielleicht als Kind, also keine bewusste Erinnerung, als Kind kann schon mal sein, dass wir einen Urlaub hatten, irgendwo mit Kinderbetreuung, hätte ich fast gesagt hier. Kinderbelustigung, wo auch Bogenschießen bei war, doch, ich glaube schon. Aber sonst im Erwachsenenalter Bogenschießen habe ich noch nie gemacht. Ist auch mal eine spannende Sache. Ne? Dokumentarstadt Kassel. Ja, mal gucken, hier rechts rauffahren, sagt der André. Aber solchen Kanten hier kann man sich auch mal auf die Nase legen. Aber auch hier wieder sofort ein See hier zum Erholen. Tippitoppi. Freunde, guck mal hier, der André extra einen Eiswagen für uns hier hinstellen lassen, damit wir eine kleine Pause machen können und ein kleines Eis genießen können bei dem schönen Wetter. Ja, Freunde, lecker war es hier. Kleine Eispause gemacht. Da hinten ist gleich weiter bei die Brücke. Richtung Gelände Bundesgartenschau. Wann war die, André, Bundesgartenschau? Bitte? Wann war die Bundesgartenschau, Kassel? 84? Okay, also ist noch nicht aktuell gewesen. Ist nee, die ist schon länger her. Und die Brücke sieht gar nicht so alt aus, ne? Bitte? Nee, ist schön. Schön, ne? Ja. Bitte modern. Gerade bei so schönem Wetter, das ist eine super Sache, eine Radtour zu unternehmen. Und ich hatte jetzt ja keine Erwartung, also das ist nicht negativ gemeint, sondern ich war in der Gegend noch nie unterwegs. Ich habe mich vorher nicht schlau gemacht. Andere hat gesagt, komm, ich lade euch mal ein und dann nimmt man eine Tour hier mit mir zusammen, mit uns zusammen. Und darum einfach nur begeistert jetzt hier und hat richtig Spaß. Am Anfang, okay, musste man sich mal ein bisschen berghoch arbeiten, aber seitdem ist eigentlich praktisch nur bergab mit uns hier. Von daher auf jeden Fall zum Nachradeln empfohlen und Komoot-Link stelle ich natürlich unter das Video, damit ihr das Ganze hier auch nachradeln könnt. Betreten der Eisfläche verboten. Ja, die müssen wir mal suchen, glaube ich, hier. Sollte kein Eis da sein. Thank you.
Der Radweg geht da eigentlich links über diese Brücke. Das ist vorgestern eigentlich erst eingeweiht worden. Ja. Da fehlen noch die Auffahrrampen und deswegen darf man um den Graben außen rum fahren. Ah, okay. Das geht quasi einmal quer durch den Park durch, der Radweg. Der jetzt ganz neu freigegeben ist. Ja. Aber nur, wie gesagt, dieses kurze Stück quer durch den Park. Ja. Und welcher Park ist das hier? Nee, das ist immer noch die Karlsaue. Die Karlsaue, okay. Und vorne vor Kopf kommt dann die Orangerie. Das Gebäude da hinten? Ja, da ist ein Planetarium drin, unter anderem. Cool. Wer meine Videos öfter sieht, weiß ja, ich bin so ein kleiner Kulturbanause. Ich befasse mich da groß vorher nicht mit, wo ich hinfahre, was da zu sehen gibt, hier und da. Aber Kassel, bin ich total begeistert, auf jeden Fall auch nochmal für einen Städtetrip. Also nicht nur für eine Radtour hier, muss ich zu Hause mal fragen, ob da Interesse besteht. Da man mal so ein Wochenende hier in Kassel verbringt, diese ganzen Sachen mal von innen anguckt, Besichtigung macht, dann kann man eine Radtour natürlich vergessen, das schaffst du ja gar nicht in der kurzen Zeit. Und ist ja wirklich Highlight auf Highlight hier heute. Wunderbar, das Ganze jetzt bei Kilometer 28, die Orangerie in der Karlsaue. Wo wir uns jetzt befinden, ist der Herkules-Wartburg-Radweg, ein Stück davon. Der Herkules-Wartburg-Radweg? Ja, das heißt, also geht bis zur Wartburg, geht der? Ja, Eisenach? Ja, dieser Radweg geht bis zur Wartburg. Okay. Vom Herkules bis zur Wartburg. Ja. Interessant. Der ist auch sehr interessant. Bin ich zwar noch nicht gefahren, aber... Der müsste ja auch ein paar Meter haben, ne? Ja, der hat 300, 400? Ja, über Eisenach hinten und so. Ja. Ja. Ist ein Stück. Spannend. Das ist das Hiroshima-Ufer. Der Legende nach sagt man, dass der Herkules seine Spitzhacke bis hier runtergeworfen hat. Die nächste Fahrradstraße. Das Finanzamt da drüben. Das Finanzamt. Ja. Oh, die haben aber einen schönen Ausblick hier. Das, wo so richtig ist. Ja, ungebildet. So eine richtige Berufsschifffahrt hier mit Transportschiffen gibt es hier nicht auf Fulda. Nee, gibt's nicht. Ist nicht so groß, ne? Nee. Gibt es nur mal so einen kleinen Ausflugsdampfer, glaube ich. Ja. Und das war es dann auch. Die haben sie jetzt auch eingestellt, die Hessen. Ja. Ja. Das geht dann ab Hahnmünden dann eigentlich erst wieder richtig los mit der Schifffahrt. Wo Weser auch ist dann, ne? Ja. Ja. Die Weser dann rauf. Das Ganze hier natürlich auf der Deutschlandroute 9 und auch dem Fulda-Radweg. Ja, Freunde, die Schafe vom Anfang vom Video hat André jetzt extra hier runterbringen lassen, dass wir nochmal filmen können. Aber es sind ganz schön viele, vorhin ja auch. Ist das ja. So eine Gegend hier? Weil Deiche gibt es ja gar nicht, so Deichpflege braucht ihr die ja nicht. Das nehmen die zum Grasen, in der Aue haben sie die auch immer.
statt Rasenmähen, ne? Die ja gut, aber es ist ja... Das sind hier halt diese Fulda-Auslaufwiesen. Ja. Und damit das kurz gehalten wird. Ja, ja. Da versetzen die die immer mal. Woanders gibt es ja auch Kühe oder so, ne? Hier ja, gibt es Schafe. Hier gibt es Schafe. Und Lämmer. Freunde, das ist nochmal hier ein Straßenschild. Ladestation 100 Meter mit dem Fahrrad vorne drauf. Ja gut, nur für Frontmotoren soll wohl nicht stimmen, aber da vorne am Biergarten ist die Ladestation 100 Meter. Nämlich direkt in Augenschein. Da muss ich jetzt gucken, ob man da so dran kommt. So, das dritte Hinweisschild innerhalb von 100 Metern jetzt hier. Ladestation. Ich sehe einen Parkplatz. Ein Gasthaus. Einen Biergarten. Aber keine Ladestation. Das heißt, wahrscheinlich muss man dann Gast im Biergarten hier sein, um laden zu können. Also auch nichts hier für außerhalb der Öffnungszeiten. Von daher, tja, tolles Schild. Sehr hilfreich. Mann, Mann, Mann. Können wir direkt abschrauben, das Schild, keine Ladestation. Musst du wahrscheinlich in den Biergarten rein, in die Gastronomie. Ja, aber nur während Öffnungszeiten dann ja. Das habe ich ja nichts von, wenn das dann, ne? Also das ist dann, ja. Wenn das jetzt hier unterwegs am Fulda-Ufer vergleicht mit den Touristenscharen vorhin da am Herkules, ist das schon beeindruckend, wie ruhig das jetzt hier ist. Ne? Dass hier eigentlich kein Mensch unterwegs ist hier, was total idyllisch ist. Gut, ein paar Radfahrer sind ja schon unterwegs, also kein Mensch ist jetzt übertrieben. Aber toll. Das ist meine Wohnlage, Freunde. Ja, das hätte dem Strobo doch auch gefallen hier. So ein Häuschen in der Fulda. Da gibt es ja so einiges, was mir gefallen würde. Aber wie heißt es so schön? Am schönsten ist es doch zu Hause. Und da unten bist du ja auch ein bisschen dezent hochwassergefährdet. Auch wieder so ein Kontrast hier, ne? Diese moderne ICE-Strecke hier, die Brücke. Und da das Häuschen. Und hier schön so eine alte Eisenbahnbrücke. Auch ein schöner Campingspot da vorne, das Zelt aufzubauen. Wahrscheinlich ist ein Anglerzelt, aber ganz allgemein, ne?
keine Landzunge hier in der Fulda. Ein Schwan. Mal wieder wie Urlaub hier heute. Und der Peter holt einen dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, sozusagen. Doch kein Urlaub. Das ist nochmal hier Ente gut, alles gut, ne? Also, guten Tag. Lauf nicht weg, bleib hier. Komm zurück. Guck mal, herrlich hier diese Brücke. Erinnert mich total an die A-Brücke, die da zerstört ist am Rheinradweg. Und wir müssen nicht rüber, habe ich gerade erfahren. Aber es lädt gerade so ein. Ne? Ist schon schwierig, nicht rüber zu fahren jetzt hier. Müssen wir doch rüberfahren. Ich bin ganz verwirrt. Prophylaktisch mal klingeln, falls einer kommt. Na, guck mal hier mit dem Bach. Das sieht ja auch klasse aus. Hat der andere auch extra neu machen lassen jetzt für uns, für die Tour hier. Danke, André, dass du den Radweg hast für uns neu machen lassen. Ja, der kommt jetzt erst. Der neue Radweg? Ja. Hier rechts? Rechts, jawohl. Okay. Fuldatal, Simmershausen sind wir jetzt. Hey, halt, also rechts, rechts, Radweg. Ja. Habe ich dich jetzt verwirrt? Ja, wenn du rechts sagst, fahre ich rechts. Hier wurde ja offensichtlich alles neu gemacht im Ort. Da haben wir richtig Geld in der Hand genommen hier. Straße neu zu machen. Schön Pausenspot hier. Oh, hier ist auch nicht ganz ungefährlich die Kante. Dafür ist sie neu. Wie viele Radwege hast du für unsere Tour extra machen lassen heute? Der Papier oder fünf? Keine Kosten und Mühen gescheut. Ne, und damit da weise ich mich ja extra darauf hin, dass ihr euch da ein Beispiel dran nehmt, wenn ihr mir für eine Tour einladet, dass ihr dementsprechend dafür sorgt, dass der Untergrund auch gut ist. Ne, Peter? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gute Radwege, ne? Ja. Den Gold wert. Ja, sonst kommen wir nicht. Das war mal kreativ. Auch nichts mehr zu sagen, hier einfach zum Nachmachen empfohlen. Wir fahren jetzt hier gerade durchs Neubaugebiet. Was man schon sehen kann, sagt der André, ist hier rechts der Kindergarten als Containerbau. Aber überhaupt nichts bebaut worden hier. Alles zwar abgesteckt. Und das kennen wir bei uns aus dem Ort ja auch, dass da sämtliche Baugrundstücke von den vermeintlichen Bauherren und Bauherrinnen zurückgegeben wurde. Ja, wer schlecht hören kann, so wie ich, der muss immer ein paar Extrakurven drehen. Was wollte ich sagen? Dass die zurückgegeben worden sind, weil halt die Bauzinsentwicklung dementsprechend da im vorletzten Jahr schon durchgestartet ist. Ne? Dass es am Anfang letzten Jahres richtig teuer wurde und auch die Baukosten überhaupt nicht mehr absehbar sind für Häuslebauer. Und darum auch hier. Nichts passiert. Kindergarten steht.
Ja, Freunde, ich finde, die Gegend hat ja schon richtigen Naherholungswert. Das ist der nächste Park, durch den wir hier gerade radeln. Wir müssen aufpassen, kommt gerade ein bisschen Gegenverkehr. Und jetzt von euch aus gesehen, links oben im Bild, sieht man, habe ich so ein bisschen eine rote Beule am Kopf. Mir ist gerade eine Wespe zwischen Helm und Brille geflogen. Und die hat sich natürlich erschreckt. Und ich auch. Und die hat zugestochen. Und sinnvollerweise bin ich natürlich auch Wespenallergiker. Von daher, wenn ihr dieses Video sehen könnt, habe ich es offensichtlich überlebt. Oder der Peter hat es geschnitten. Sage ich ihm gleich noch, soll er machen dann. Dass es auch wenigstens dieses Video von mir dann gibt. Aber aktuell ist es 5 Minuten her. Fühle ich noch nichts, außer die Beule am Kopf. Soll wohl gut gegangen sein. Tippitoppi. Ja, und hier in der Gastronomie am Ahlepark machen wir jetzt eine kleine Pause. Ich gucke mal, ob ein bisschen schummerig wird. Ja, mache mich jetzt ein bisschen lustig darüber. Ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Ich muss natürlich ein bisschen mal einen Schock hier überspielen. Und hier E-Bike-Ladestation funktioniert sogar, sagt der André. Tippitoppi. Wir machen jetzt eine Pause und die beiden müssen halt auf mich aufpassen. Macht ihr doch, Peter, ne? Ich habe den Zuschauern gesagt, wenn ich jetzt hier einen Nullabgleich mache, dass du da mal ein Video schneidest. Ne? Das auf jeden Fall ein Video gibt nachher von der Tour. Ne? Aber ich kann, mach dir keine Sorgen, ich kann stabile Seitenlage, dir passiert nichts. Ach stimmt, er kann eine stabile Seitenlage, haben wir Berlin ja schon ausprobiert. Ja. Ne? Du bist ein Freund. Ja. Spielst du denn dick da vorne? Ja. Ja, aber jetzt nicht, dass es allergisch ist. Also, klar, wie gestochen sieht es aus. Wie ist gestochen? Ich sehe aus wie gestochen. Ja, wie von der Wespe gestochen. Also sehe ich jetzt auch mal so aus, wie ich sonst bin, alles klar. Ja. Aber nicht unnatürlich gestochen. Alles gut, dann machen wir jetzt weiter hier mit Pause. Alles klar. Ja, liebe Leute, nach 50 Kilometern sind wir jetzt hier am Ahnenpark. Ahnenpark. Ich kann mir auch gar nichts merken. Ne? Wir stehen jetzt hier auf dem Kastanienhof, den sieht man hinter uns hier im Bild. Vor uns ist eine Gaststätte, zeige ich euch noch ganz kurz. Und wollen wir eben kurz verabschieden. Die Beule am Kopf, habe ich gerade schon gesagt, die wird auch schon so ein bisschen dicker. Aber richtig schwindelig ist mir noch nicht. Ich habe noch große Hoffnung, dass ich noch, ich muss ein Auto fahren auch noch, fällt mir gerade ein. Ne? Ja, wir haben nur 2 Kilometer bis nach Hause. 200 Kilometer haben wir noch bis nach Hause. Egal, jedenfalls die Tour war wunderbar, war ein richtig schöner Tag. Vielen Dank für die tolle Tour, dass wir hier mit euch fahren durften. Und danke für die Mettwürstchen, Käsewürfel, Radler haben wir bekommen. Den Herkules haben wir gesehen, Schloss Wilhelmshöhe. Kassel kannte ich ja noch gar nicht. Schönes Wetter hatten wir. Schönes Wetter hatten wir, jetzt gerade auch durch die Auen gefahren. Ey, wunderbar. Jetzt gleich noch ein bisschen schnacken hier nett und dann zufrieden nach Hause fahren. Also vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, das Video uns hier virtuell zu begleiten, sozusagen, dann bitte auch einen Daumen nach oben da lassen. Wenn noch nicht, halt gerne den Kanal abonnieren. Am besten selber radeln. Link zur Tour gibt es unter das Video. Macht einfach Spaß, sich bewegen an der frischen Luft. Da können wir jeden nur einfach zu motivieren. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Spobo. Ciao. Ciao. Tschüss.